Kuriose Geburt. Mutter bringt Baby am Straßenrand zur Welt. Dieses Baby hatte es wirklich ganz besonders eilig. Mama Alexandra Drüke, 38, und Papa Daniel Schünemann, 38, befanden sich gerade auf dem Weg in die Klinik Holzminden, wo ihre Tochter Melianne eigentlich zur Welt kommen sollte. Doch die machte ihren Eltern einen gewaltigen Strich durch die Rechnung. Mitten auf dem Weg zum Krankenhaus wollte sie nämlich endlich an die frische Luft, und das, obwohl an diesem Tag eigentlich nur ein Termin beim Gynäkologen geplant war. Dann kamen allerdings die Wehen dazwischen, kurz darauf platzte die Fruchtblase. Der werdende Papa handelte schnell, er hielt am Straßenrand der Ortschaft Dreileifzen an. Dort brachte seine 38-jährige Lebensgefährtin die Kleine unter einer Linde zur Welt. Wie das Westfalenblatt berichtet. Zwei hilfsbereite Autofahrer halfen sogar noch, parallel den Verkehr zu regeln. Eine Frau kümmerte sich währenddessen um die werdende Mama. Immerhin schaffte es dann doch noch ein alarmierter Notarzt, die Schwangere beim Pressen zu unterstützen. Und er hieß ausgerechnet Oliver von Storch. Bereits am 29. Juni erblickte Melianne auf so kuriose Art und Weise das Licht der Welt. Um sicher zu gehen, ging es anschließend für sie und ihre Eltern doch noch ins Krankenhaus nach Holzminden.